Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Mitten in der Corona-Krise, mitten in einer Zeit der Kontakteinschränkungen, die viele Menschen mit Sorge erfüllt, begehen wir Karfreitag, den Gedenktag des Todes Jesu. Als Christen schauen wir auf den Tod Jesu von Ostern her, vom Sieg des Lebens über den Tod. So ist Jesu Sterben kein Scheitern, sondern die Hingabe seines Lebens um unseretwillen. Es ist unüberbietbares Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.
Amen. Herr Jesus Christus, du hast aus Liebe den Tod auf dich genommen. Wir bitten dich, lass uns bei dir bleiben und aus deiner Liebe leben. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist sei dir Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese uns den Bericht vom Karfreitag. Diesen Bericht hat uns Johannes aufgeschrieben, ein Jünger Jesu. Der war den ganzen Tag vor Ort und begleitete Maria, die Mutter Jesu, die auch da war. Der Bericht steht im Johannesevangelium, im 19. Kapitel, ab dem Vers 16. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt wird. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Und da sprachen sie untereinander: Lass uns das nicht verteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, neigte das Haupt und verschied. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Er hat sie so sehr geliebt. Er hat sie geliebt. Er hat sie tatsächlich geliebt, unsere Welt. Wenn das keine tolle Geschichte ist, die ich als Christ immer wieder erzähle und mir erzählen lasse. Er, Anfang und Ende von allem, der Urgrund allen Seins, der Schöpfer des Kosmos, die Macht aller Mächte, der Himmel über allen Himmel. Gott, er hat unsere kleine Welt geliebt und diese Liebe ist nicht ohne Folgen geblieben. Von einem Mann hören wir, der von seinem Vater hingegeben wurde in die Welt und dann in den Tod. Von einem Menschen, der ganzen Welt geschenkt wurde. So übergroß ist diese Liebe Gottes zur Welt, dass er seinen Sohn hat Mensch werden lassen. Das ist die Geschichte der Beziehung des Schöpfers des Weltalls zu unserer Welt, die für immer die seine sein soll, mit der er sich auf ewig verbündet hat. Diese Geschichte bewegt mich immer wieder, auch wenn ich sie seit Jahrzehnten kenne. Sie haben vielleicht seit Jahren nicht mehr daran gedacht und doch ist und bleibt sie ewig wahr, diese Beziehung zur Welt, zu uns. Ich beziehe Mut und Zuversicht aus dieser guten Botschaft. Gott hat die Welt geliebt. Er liebt sie immer. Er liebt mich. Selbst im Leid und Tod. Er liebt mich. Er verspricht, ich bin bei dir. Ich habe für dich und all die Milliarden Menschen meinen Sohn dahingegeben, damit er in seinem Tod vernichtet, was dich von mir trennt. Den Tod in allen seinen Facetten, der lebendig ist in der Lieblosigkeit, in der Verzweiflung, in der Überheblichkeit, in dem, was die Bibel Sünde nennt. Es ist wahr, was das Wort aus dem Johannesevangelium sagt. Gottes große Liebe zu der Welt, von der auch wir ein Teil sind. Vielleicht kommen Ihnen an dieser Stelle auch schon wieder Zweifel. Gott hat die Welt geliebt. Wie kam er denn darauf? Was hat ihn zu dieser unbändigen Liebe bewegt? Unter allem, was er geschaffen hat, muss es doch bessere Welten geben, liebenswertere, die zwar vielleicht nicht so schön blau funkeln in der Nachtschwärze des Alls, wo es aber friedlicher zugeht und harmonischer. Warum diese Welt, die so oft von Hass und Zwietracht regiert wird? Geplagt von Krankheit und Katastrophen. Da brauchen wir ja nur in die Nachrichten schauen, um zu sehen, was in der Welt los ist. Da geht seit Wochen ein Virus um die Welt, rafft Tausende dahin und legt die ganze Welt lahm. Da vegetieren Zehntausende in Flüchtlingslagern dahin und wissen nicht, was auf sie zukommt. Da werden Städte und Landschaften verwüstet in einem nicht enden wollenden Krieg. Und in all dem so viel Leid, wie es heute oder morgen auch dich und mich treffen kann. Warum hat Gott die Welt so sehr geliebt, die wir doch häufig kaum in der Lage sind zu lieben? Das will ich verstehen, damit ich dem Satz aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums weiter folgen kann. Damit ich von der Liebe, von der dort gesprochen wird, ernst und sie annehmen kann. Liebe fragt nicht nach vernünftigen Gründen. Sie ist einfach da, wenn zwei Personen sich begegnen, oder sie ist eben nicht da.
Gottes Herz ist angerührt worden von dieser Welt und nun kann und will er nicht mehr von ihr lassen. Er hat sein Ja zu ihr gefunden, sein ewiges Ja, hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Er und seine Schöpfung haben jetzt immer eines gemeinsam, den Mann am Kreuz, den Sohn Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dein Zeuge sein. Du bringst uns Gott nahe, obgleich wir ihn nicht immer suchen. Du verbindest uns mit ihm, deshalb möchte ich dein Zeuge sein. Du siehst Menschen, für die wir keinen Blick haben. Du hast Mitleid und heilst, du stellst die Wahrheit heraus, während wir uns hinter Unvermögen und Unwillen verbergen. Du liebst uns alle, deshalb möchte ich dein Zeuge sein. Du hast die Grenzen deines Volkes überschritten und Verachtete aufgenommen. Du betest für die, die dich quälen und rufst zum Frieden. Deshalb möchte ich dein Zeuge sein. Weil ich ohne dich nicht glauben, nicht hoffen und nicht lieben kann, weil ohne dich die Welt kalt ist und die Herzen der Menschen verschlossen bleiben, weil es unmenschlich und unheimlich zugeht, wo deine Liebe uns nicht erreicht, leitet und ändert, möchte ich dein Zeuge sein. Obgleich
da ich Angst habe, dass ich dafür nicht geeignet, nicht stark genug bin. Obgleich ich gerne ungestört lebe, möchte ich dein Zeuge sein. Hilf mir dazu. Wir nennen unsere persönlichen Anliegen Gott in der Stille. Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.